Morgen. Gut. Dienstag, morgen. Reihenfolge angefangen, sie anzuziehen. Ich habe hier zuerst das Unterhemd hingehalten. Wir müssen noch beim Schlüpfer anfangen, aber das war ja nicht so, Mama, ich möchte gerne beim Schlüpfer anfangen. Nein, du Scheiße, du machst die Reihenfolge falsch und brüllt da rum und sich dabei so. Sag mal, Malis, dazu brauche ich mal eine Frage. Ja. Kannst du dir schon vorstellen? Ja. Ja. Frag mich. Wie lange geht denn das mal so? Ey, was für ein Tag. Wie lange geht denn das noch so? Und warum ich dir die Wäsche rausgesucht habe, du scheiß Mutter, hast nicht meine Fähnehose gewaschen, sondern die ist in der Wäsche, muss ich auch mal waschen. Oh, und dann ist gar nicht schön. Ich will auch kein Schlüpfer, ich will auch kein Schlüpfer. Nein, du kriegst kein Schlüpfer, du hast eine Wende. Und dann ging das die ganze Zeit so. So, hoffen wir mal, dass das ganz geblieben ist, das Rad. Das ganz geblieben ist. Dass das Rad ganz geblieben ist. Das ist ja gestern. Das muss ich jetzt selber machen. Ach so, wieso? Energie, warte mal, warum ich kehre. So, jetzt ist schick. Super. Schraube ist auch dran. Ja, danke, das ist cool. Also das nächste Mal, wenn es nochmal so schnell platt geht, du sagst ja, es ist relativ neu, ja. Dann wechsel halt den Reifen gegen einen guten oder so und kontinuierlich die Teile so ein bisschen austauschen, gut. Ja, naja, vielleicht, aber bei den Reifen wäre es ja schade, weil du musst ja jedes Mal blechen dann dafür. Nee, das nervt. Das Rad ist weg, das Rad hat nicht geknallt. Der Reifen diesmal, jetzt kennst du das mal. Und naja, ich krieg mich nicht auf, das ist mir auch schon öfter vorgekommen hier. Ist mir natürlich auch hier schon öfter vorgekommen, dass ich meine Arbeit zweimal, dreimal machen musste. Also alles schon passiert und das ist ganz normal, klar. Mich hat nur aufgeregt, weil ich vorher, das habe ich ja gar nicht im Blog mit drin, weil ich vorher genau über diese Problematik gesprochen habe, bei diesen Günstigrädern. Das hatte ich im Blog nicht mit drin genommen, weil das wollte ich mal irgendwann extra als extra Video machen. Habe ich vorher eine halbe Stunde einen Monolog geführt, quasi, über Qualität und so weiter. Und dann kriege ich hier nach vorne und dann knallt es da hinten, als hätte der verdammte Reifen zugehört. Und ich gedacht, oh nee, also denn. Das war einfach nur so mega passend irgendwie in der Situation. Da dachte ich mir so, nee, Mann, wisst ihr, wie das ist denn? Ja, wie Rumpelstilzchen, könnte man rumfluchen und rumzetern und schreien und kreischen. Alles gut, alles schick. Ich meine, sowas bringt mich nicht wirklich eigentlich aus der Ruhe. Das war immer so eine Bestätigung des Ganzen. Das war unglaublich. Wie man sieht, das ist ja schon 9:45 Uhr. Oh. Jetzt werde ich den Auftrag machen. Gestern kam noch ein Auftrag rein. Speiche gebrochen, Hinterrad, Antriebsseite. Ich weiß, das hatten wir gerade erst. Nur haben wir es nochmal. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wo die Speiche fehlt. Die war nämlich am Ventil, die habe ich ja letzte Mal schon entfernt. Da fehlt sie. Das ist natürlich die Antriebsseite da. Schraubkranz. Speiche ersetzen bei Schraubkranz. Wie gesagt, die lose Speiche habe ich schon bereits entfernt. Weil der Herr ist noch einen Tag weiter gefahren. Oder zwei Tage brauchte er das Rad noch. Da ist er noch gefahren. Und damit die nicht die Speiche in die Speichen kommt, habe ich sie einfach rausgedreht. Jetzt ist das Rad hier zur Reparatur. Jetzt wird es gemacht. Wir schalten als erstes in den kleinsten, also in den schnellsten Gang hinten. Einfach nur dann, damit wir es bequemer haben, das Hinterrad auszubauen. Jetzt lösen wir die Achsmuttern links und rechts. Hier. Hier 15er Schluse
Die Bremse wird ausgehangen hier oben. Hier oben aushängen. Ja, bei der V-Brake geht das so schön schnell. Rad nach unten weg. Draußen ist es. Die Achsmutter runter. Komplett. Die andere Seite kann drauf bleiben, das ist nicht so schlimm. Da einlegen, wo man sie wiederfindet, bitte. Wir benötigen ein Werkzeug, um diesen Schraubkranz hier von der Narbe runterzuziehen. Wo haben wir das Werkzeug? Achtung, ich zeige, passt wunderbar rauf und wir können es damit abziehen. Wir können es jetzt mit dem Ringschlüssel abziehen. Tommy macht sich's bequem, nimmt einen Schraubstock. Da spannen wir das Werkzeug ein und dann ziehen wir das runter. So. Achtung. Zack. Drin und zack. Und ab. Jo, runter ist es. Wie ich sehe, wurde hier ja kein Fett genommen für den Schraubkranz. Ich glaube, bei der Kurzlebigkeit der heutigen Teile ist das wahrscheinlich auch nicht mehr nötig. Paar Aluspäne sind halt aber auch schon zu sehen. Jetzt, da ist das Loch für die fehlende Speiche. Jetzt messe ich die Speichenlänge aus. Und so. 2,92, wie immer. Damit der gute Herr ohne die Speiche fahren kann, muss ich natürlich ein bisschen die 8 rausnehmen. Dazu habe ich die eine Seite gelöst, die andere ein bisschen straffer gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie sich das verhält. Okay. Okay. Einwandfrei. Einwandfrei. Also so gut, wie sowas sein kann, ne, in der Qualität. Na, das ist ja gar kein Fett drauf, sagte ich doch. Also Fett drauf erst, Schraubmanns drauf. So, guck mal. Perfekt. Laufrad wieder rein und fertig. Fertig ist der Lack. Schaltwerk nach hinten. Okay. Bremse einhängen. Gut. Ja, das war Speiche tauschen, Hinterrad, Schraubkranz. Schraubkranz runter, Speiche rein, Schraubkranz auf, zentrieren, ein bisschen fertig. Jo, wie gesagt, fertig ist es, das Rad. Gleich noch ein bisschen, generell mal ein bisschen nachzentriert, das Rad, ja, im Rahmen. Und es läuft so schnurgerade, als wäre es frisch aus dem Werk. So, next. Bitte, next. Ich wünsche mir, da kommt jetzt noch einer. Ja, wenn keiner kommt, machen wir Reparatur von Eigenmaterial. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Fangen wir mal wieder so an. Schluck Kaffee. Und zwar habe ich so einen wunderschönen Schiebewagen. Also, den finde ich wirklich toll. Von der Kita so ein Ding, ne? Wo man so
5-6 Kinder, 5-6 Babys drin, Kleinkinder drin machen kann. Den habe ich. Und da ist ein Bremszug gerissen. Von dieser Feststellbremse. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zug. Den haben wir hier. Und wir brauchen... Oh, die Zange, boah, ich muss unbedingt diese Zange bestellen. Ich krieg die Krise. Bestelle doch bei meinem Großhändler, weil das ist mir zu umständlich sonst. Ich muss ja zugeben, ich habe immer ein bisschen gehofft, dass die Zange wieder auftaucht hier irgendwo. Ich schwöre euch, die taucht wieder auf. Wenn ich die neue bestellt habe, dann ist sie wieder da. Ist einfach so. Das muss einfach so sein. Das haben wir. Anschlaghülse brauchen wir. Jetzt bräuchte ich Lumi. Die wollten mir ja immer eine geben, wenn ich eine brauche. Hat sie ja gestern gesagt. Wollte sie mir geben. Plus die Dinger. Jo, das ist ein gutes Stück. So ein Kinderbollerwagen. So ein Ziehwagen. Schiebewagen. Ziehen ist ja nicht, ist ja schieben bei dem. Dann haben wir hier so Feststellbremse. Eine Seite. Ja. Moin. Und Feststellbremse auf der anderen Seite. Ah, die ist gerissen hier. Schon alt gerissen. Müssen wir neu machen. Das ist ja nicht besonders, ganz banale Geschichte. Zack. So. Da kommt eine neue Hülle von hier bis hier und der Anschlag dran und das war's. Klatsch. Ein Frauenstaubsauger. Ja. Das ist doch kein Gerät. Das ist keine Maschine. Das ist der. Ja. Ich liefere ja an den Mist ein. Und Carsten hatte ja irgendwelche Regale für mich bei Bayer reserviert. Ja. Aber ich weiß nicht, ob bei mir alles voll wird. Willst du denn mit ein paar Sachen dazu packen? Hab nicht mehr. Hast du schon alles weggegeben? Ich hab jetzt alles weg, ja. Was hast du damit gemacht? Ja, ich habe alles an Claudia verkauft, den Rest habe ich an Harald was verkauft. Harald? 10 Kisten an Harald, jo. Harald Fleiß? Fleiß, ja. Macht der jetzt in Trödel? Nee, der hat die Bücher genommen. Der macht auch Bücher. Grundsätzlich? Der macht jetzt sehr viele Bücher. Er macht Kunst, wie immer, weißt du? Seine Kunstdinger da und dann macht er Bücher. Das war ein Problem für mich mit den Regalen. Ich weiß ja nicht, ob Carsten das erzählt hat. Ich habe ja kein Regal gekriegt, ewig. Jetzt habe ich 3 Wochen hintereinander nach dem Regal gebettelt. Und der hat immer gesagt, nee, hat er keins. Und dann habe ich gesagt, na scheiß drauf, ich krieg das ja auch so verkauft. Und jetzt ist es halt weg. Ja. Nee, dann habe ich noch 3 Kisten Trödel oder so. Aber eben nicht. Ja, wenn du das loswerden möchtest, dann packe ich das mit dazu, weil ich weiß nicht, ich glaube, der hat 10 Regale oder so, ob ich denn so viel Ware habe, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Du hast so viel Ware, ja. Ja. Dann guck doch unten in den Keller rein, ja. Mach den Keller leer, mach mal erstmal das und ich meine 10 Regale, das ist ja, holst du ja, hast ja wahrscheinlich jemanden, der auch mithilft, packt, ne? Ja, ich. Wann liefert man das ein? Am Mittwochmorgen gleich. Und dann muss man das doch gleich bestücken. Gleich drin. Also natürlich kann es dauern. Du kannst doch mal einen Tag später noch mal ein Regal nachfüllen oder so. Das ist kein Problem. Aber die sind immer da. Und dann am Dienstag ist dann quasi die Option. Mittwoch okay und dann... Angie, das ist gut. Das tut gut. Das glaube ich. Befreiungsschlag. Das ist richtig gut. Ich habe ja auch diesen ganzen Trödel von dem, was ich da gekauft hatte von dem, habe ich alles weggegeben an Claudia. Sehr gut, sehr gut.
Achtung! Mochtet er Spaß. Das ist schön, wenn man ein bisschen was zu tun hat, ist ja toll. Ab und zu mal Leute vorbeikommen und mit einem quatschen auch nur. Das ist auch toll. Das ist auch gut. So, zu viel Stress ist nicht gut. Zu wenig los ist nicht gut. Genau die Mischung, die macht's. Mischung ist gut. Gut. Ich mach Mieträder weiter fertig. Das ist meine Aufgabe. Oh, ich glaube, jetzt bin ich drauf oder so, ich bin auf Droge oder sowas. Ey, das Ding muss raus, ich kann ja nicht weiter dran arbeiten an dem Rad. Das muss erstmal raus, ausgasen, ab zur Tankstelle. Mit dem Hochdruck rein ja richtig sauber machen. Die ganze Lösungsmittel runterholen. Und hier im Keller stinkt so wie Sau. Mein Kopf. Ich kann sowas überhaupt nicht ab. So Lösungsmittel, Benzin und so ein Scheiß. Boah. Das stinkt wie Sau hier unten.
draußen kein Problem, aber ich kann ja nicht draußen arbeiten jetzt. So warm ist es nur noch nicht. Mal die Bremse einstellen. So, den haben wir eingestellt. Den hinteren Bike jetzt nicht mehr. Den braucht man einen Bremsfehler. Moin! Ich trau mich nicht so sehr runter, das war so blöd zu mir. Das ist gut. Stinkt doch. Ich störe dich nicht bei der Arbeit. Stinkt doch hier unten. Das ist ja, das riecht ja angenehm. Also ich finde Öl hier auch sehr angenehm. Ja, ist aber Verdünnung, jetzt nicht gut. Das ist juckt wie Sprung für einen Stiefelkranken wie mich. Ja. Nein. Für mich ist es nichts. Für mich ist es nichts. Nee, kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch nicht wirklich gesund. Wird man nicht gut, wird nicht gut im Kopf. Ich wollte ja bloß mal zeigen, wie mein Baby sich in den letzten Wochen verändert hat. Ja, warte, ich bin leider. Ah ja, genau. Ich lufte ja nicht weg, weil ich kipp gleich um. Oh, ich brauche Frischluft auch. Ja, kann ich nachvollziehen. Oh, riechst du denn hoch? Ja, klar. Kommt ja bis hier auf. Ist das furchtbar, ey. Dann geht es nicht nur mir so, geht nicht nur mir so. Ich will sagen, was ist denn jetzt so bunt geworden? Was ist denn da los? Oh, ich muss das Ding rausbringen, weil ich muss das Rad hier draußen anschließen. Hübsche Dinge werden. Wird ja schlimmer. Wieso? Weil die Hinter das ja alles wieder mal verändert, die wird schwarz, vorne kommt die Motorin. So Elektro. Ja. Statt Elektra ist es dann Elektro. Genau. Die Elektro-Elektra. Elektro-Elektra. Ja. Mal gucken, ob ich dann irgendwie einen Batteriekasten kriege, der aussieht wie ein Motor. Ich muss mal ganz kurz das Rad rausschmeißen aus meinem Laden, das stinkt mir ja alle zu. Kann ich nachvollziehen. Schon etwas heftig. Wer macht denn sowas? Was? Ich dachte schon, ich bild mir das ein, aber das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Boah. Also liebe Leute, niemals die Kette mit Lösungsmittel putzen und dann in den Fahrradladen rennen, Alter. Das ist gleichbedeutend mit Rausschmiss, quasi. Das kann ich jetzt nicht mehr hier. Wenn man es bis draußen riecht, von hinten, von der Werkstatt, dann stimmt was nicht. So, jetzt duftet der Laden ja, erstmal aus. Und die Kiste fährt sich richtig angenehm. Herr Dubik. Sehr, 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 sehr bequem. So, darf auf YouTube, wa? Das ist kein Problem. Pff, hau rein. So, dann mal hier. Hier, mach mal selber, erzähl mal was dazu mit den Leuten. Hier, erzähl doch mal den Leuten was hier. Ja? Was ist denn das hier? LED. Das ist ein böser Feind, aber mit Fernlicht. Der funktioniert so. Mit Fernlicht. Das ist Normallicht? Nee, das ist Fernlicht. Das ist fern? Glaub mal. Den musst du nachts sehen. Oh ja, ich sehe schon, ja. Aber sieht man ab und hinten meine LED funktioniert, ist doch ein Bremslicht. Ein Bremslicht? Mhm, ja, ist schön hell. Also schön, sieht man. Hast du Bremslicht? Mhm. Zieh mal. Ja, das ist Bremslicht. Achso, das ist nur Bremslicht. Ja, ja. Und normales Licht? Naja, gibt's nicht. Mhm. Ja, ich habe mir dafür gesorgt, man soll mich nicht nur sehen. Ne? Das ist nicht verkehrssicher. Du, die ganze Fahrrad ist nicht verkehrssicher. Wer hat mir das hier getan? Ich bin unschuldig. Meine Tochter, oder was? Guck mal, ich habe keine Seitenreflektoren, weil da fehlt ja eine fehlt ja schon und deswegen bin ich ja nicht mehr verkehrssicher. Ne? Also eine von den Stäben fehlt schon. Ja, pass auf hier mit Benzin und so. Ach, das bist du ja auch ja nicht. Nee, das ist der da. Der stinkt so. Ja, aber da darfst du keine Kippen hinschmeißen. Also du hast ja keine Kippen. Rough Cycles. Ja, genau. Ja, man kauft sich seine Sachen halt eben bei den Custom Bike Creators. Ne? War nicht schön. Ist der Lenker so hübsch? Hm? Ah, ja. Der Lenker ist ganz nett. Ist ja auch von Ruf. Auch von Ruf. Die Griffe sind auch von Ruf. Jupp, steht zumindest drauf. Steht drauf?
Das ist Ruf. Genau. Steht Ruf. So weit noch? Allerdings der 8 Speed. Shimano hin und her. Die 8 Speed wird demnächst umgebaut gegen 5 Speed von Sturmi. Oder ganz alten S7. Also Sachs. Hast du hier auch noch Taschen dran als Wertner Harley? Ja, Moment, die kommen ja demnächst auch ab. Die kommen dann nämlich direkt an die Streben. Unten ran, richtig, so Bäckermäßig. Ja, die haben die Streben bekommen dann ran. Ja, hallo. Der Bettträger sieht ja auch scheiße aus, hast du ja recht. Meine ich doch. Das ist kein Fahrrad, das soll ja kein Fahrrad sein, das soll ja eigentlich doch mehr so ein Mimik, ne, eines Motorrads werden. Irgendwann also kommt der Gepäcktrenner ja wieder ab. Der gibt ja ohne E-Harley schon, wa? Ja, hast du nicht? Ja, richtig, schon. Aber nö. Wie nicht? Meine ist eine Tret-Harley. Aber nicht nur im Stand, glaub mal. Unglaublich. Was hat das gekostet bis jetzt? Viel zu viel. Ja, sag mal. Also locker 2000 drin. 2000. Auch nur, weil du nach und nach alles kaufst, wa? Ja, klar. Dann kleppert sich schnell zusammen. Oh ja. Was hat die Basis gekostet, die Basis? Die Basis waren 850, das war der... Ja, immerhin schon. Ja, das war jetzt nur der Ghost Rider selber. Der hat schon gebraucht gekauft. Aber... 850 gebraucht? Ja. Ein bisschen was vor sich. Da wird noch einiges dran geändert. Ei. Und glaub mal, die kommen hier da schon vorgefahren und ich soll mal zeigen, wie das sich da anhört, wenn die Harley angeschmissen wird. Da muss da vernünftig dann mal einen Tank um. Der in die ganze ja, so richtig so Buff hier Tank, der dann also den Holm verdeckt, sich ein bisschen runterzieht und natürlich da drinnen Elektrik hat. Ist klar, die ganze Elektrik, die für den Ton drin ist. Und die Lautsprecher. Und was ich gesehen habe, ist eben aus unserem Forum, der hat sich hier einen Scheinwerfer eingebaut. In die Straßenlücke. Ja. Die haben auf die Straße erhoben, weil in Hamburg die Autofahrer noch schöner sind als hier. Ja. Damit er eben abends richtig gesehen wird. Ja. Das sieht richtig geil aus. Ich kenne auch von wegen, das hat irgendwie was von Trägerschutz im Flugzeug. Ja, Unterbodenlicht haben sie ja damals auch, aber es war ja immer alles. Das ist ja verboten. Das ist ja verboten. Aber wenn du hier so einen Scheinwerfer hinklatscht, damit er halt eben mehr auffällst. Ja, ja. Ne? Ich wünsche dir was. Alles klar. Bis dann. Ciao. So. Oh, das war der Shopper vom Kollege. Der guckt den anderen Shopper hoch. Hier im Laden, da wunderbar. Oh, die Stunden hier drin. Oh, ich war ja richtig high. So richtig dudelig wurde mir im Kopf. Ich dachte schon, ich bilde mir das ein. Deswegen habe ich ihn gefragt. Und er sagt, ja, das riecht das auch. Bis draußen riecht er das. Das geht nicht, kann es nicht machen. Den Auftrag musste ich ablehnen, denn. Abbrechen. Abgelehnt habe ich ihn ja nicht. Habe mir ja gemacht. Aber hier aus gesundheitlichen Gründen, das ist es ja nicht wert hier. So, jetzt ab auf den Pott und dann mal schauen, was passiert. Jo, habe ich schön mich vergiftet gerade. Ich nicht wissen, wie viele Hirnzellen hier weggestorben sind. Doch. Man wird immer dummer mit der Zeit, also wirklich. Jetzt gehe ich nach draußen und schraube draußen die Bremsbeläge an, weil hier drin, wie gesagt, ist es nicht zu ertragen. Soll er sich das mal in eine Bude stellen für 10 Minuten, dann wird er mal sehen, was da los ist. Tommy hat wieder gekauft. Kleinkram, paar VW-Busse. Oh, ist laut, jetzt kommt gerade eine Kehrmaschine. Ein paar Viking VW-Busse, Hoodies, eine Elastolin Straßenarbeiter. 2x5 Reichsmark. Silber. Jo. Und diese wunderschöne Faltkredenz. Faltschale, Anbietschale. Aus Bambus. Aber alt. Teig gekauft. Thorsten hat wieder Teile für sein BMX-Rad gekauft. Heute mal Laufräder. Laufräder, Original und einen Sattel. Original. Langsam wird das komplett sein Rad. Nur die Dinger sind neu. Die sind neu, nicht original. Bremshebel sind noch nicht original. Bremse vorne ist noch nicht original.
Ja. Der Drossen. 100 hier, 100 da, 100 da. Wir rechnen mal zusammen. So viel. Thorsten schreibt. Naja, kommt ihr mit? Ich hab hier einen platten Reifen zu machen. Ich komm. Nee, ja, mal mit. Tja, ich hab da vorhin was gekauft, aber ich jetzt schon was von verkauft von. Unglaublich. Die Bullis sind alle weg. War ich wohl günstig. Netiquette. Von Etikette. Netiquette. Was ist denn ditte? Frag ich Micke. So rum. Netiquette. Das höre ich zum ersten Mal, Ulrich. Schön, dass es immer wieder Dinge gibt, die mich verblüffen. Naja, wenn man es nicht anders in Worte fassen kann oder ein kurzes Wort dafür finden muss, dann soll es wohl so sein. Die Etikette, das Benimm im Netz, wohl auch gemeint damit. Tja, wie soll ich denn dazu stehen? Also in was betreffend und was für ein anonymer Kommentar, ich weiß ja gar nicht. Das Ding ist ja, ich kann mich ja nicht so das View-Material betreffend oder ich weiß ja gar nicht. Bei mir ist ja, läuft ja der Tag, so wie er ist, mit manchmal auch vielleicht sehr rauen Bemerkungen und die Etikette, was Kommentare angeht, was für ein anonymer Kommentar denn? Also, weiß gerade nicht so richtig, was ich sagen will. Benehmen sollte man sich schon und seine Äußerungen natürlich auch ein wenig überdenken, außer das, was ich hier von mir gebe, das ist alles improvisiert und schnell dahergelabert. Und jetzt zeigt mir Thorsten schon wieder irgendwas anderes. 4982. Alt. Er hat irgendein BMX irgendwas entdeckt. Irgendwas altet wieder. Irgendein altes BMX bei mir. Also ich bin da jetzt so ein bisschen ratlos, tatsächlich, was jetzt das Thema ist. Du schreibst da sonst immer so ausführlich. Musst du mir, glaube ich, nochmal B schreiben. Ja. Das ging aber schnell. Ja, ich habe nur kurz ausgesoffen. Hört sich gut an, ja. Fantastisch. Netiquette. Ja, da hast du mal ja wieder auf dem Fuß erwischt hier, du, ey. Ob etwas, was der Tommy ja nicht weiß. Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Zeig mal so. Hauptsache gesund. Ich dachte mir, das läuft eigentlich recht human ab bei uns hier wie nennt man das? In der Vlog-Gemeinschaft. In der Fahrradsalon-Gemeinschaft. So könnte man das nennen. Dachte, wir sind eine ganz gute Kombo aus allen möglichen. Falls es da irgendwas zu beanstanden gibt, ja, also ich bin da immer der Meinung, sollten die Leute denn unter sich austragen, also wer sich jetzt dann mit wem irgendwie vielleicht nicht so versteht, das ist ja auch normal, die gibt es ja auch, die Leute. Also da sollte man
muss man noch mal wegstecken. Ich meine, ich habe ja auch Kunden hier, die mich nicht leiden können. Und ich habe auch im Netz, da gab es auch schon ein paar Negativkommentare. Und kann man halt nicht gegen machen, war. Ist halt so. Und ich schätze mal, umso größer das wird, und das wird es ja irgendwie unweigerlich, wenn ich weitermache, umso negativer werden auch die Kommentare, oder umso mehr Negativität zieht man sich da auch mit rein. Und letztlich dann auch vermutlich Neider und so was. Hey, was ist denn das für Müll? Wer baut denn so einen Scheiß, ey? Das habe ich schon wieder Scheiß gesagt. Wenn du das meinst, ist falsch rum dran. Deswegen hält der nicht. Die hat sich gewundert, warum der Kopf nicht hält. Gut, wir bauen erstmal einen Schlauch aus. Ne? Also, tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen überfragt tatsächlich mit der Frage. So lange baue ich jetzt erstmal das Ding aus. Das musste ich sogar googeln. Ja, es gibt halt Dinge, die gehen echt an mir vorbei, weil ich einfach auch andere Sorgen habe. Da habe ich überhaupt nicht die Zeit für. Für so einen Schnicki-Schnack. Nicht sauer sein, ja. Neuen Schlauch bitte. Ah, wo sind denn meine Kinder? Was ist denn da los heute? Schläft. 20 Zoll. Ich bin gleich wieder da. Thorsten will mir schon wieder meine Räder auseinanderschrauben hier. Schwer. Ah, Family ist da. Ja. Family ist da. Family ist da. Wir haben jetzt lieber hier vielleicht. Warum hast du da so Kratzer, so viel? Dann muss ich wieder runter. 10,30 Euro gekostet. Das ist ganz kurz. Das ist 15 Minuten. Dann noch eine Stunde. Dann muss ich da. Da ist hier was los hier. Okay. Der Korb, der wackelt. Die oberste Spitze fällt ab. Ist falsch rum dran. Den muss man noch drehen. Tschuck. Ist falsch rum. Einfach drehen. Fertig. So, zeig mal her. Ja, bitte? Hallo. Ja. Ich habe einen Platten hinten an meinem alten Lastenfahrrad mit Dreigangschaltung. Ich glaube, dass da irgendwer was reingeht, also den, was wie gesagt, mein Mantel gemacht hat. Ja, aber ja, wahrscheinlich. Aber meinst du, der ist auch auszutauschen, der Mantel, oder was? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, das kannst du eher beurteilen. Ich bin sehr knapp bei Kasse. Also. Ich bin in erster Linie nach Portemonnaie beurteilt. Nee, aber ich bin in erster Linie hier, um zu fragen, kann ich mir das diese Woche noch leisten oder nicht? Wie knapp bist du denn bei Kasse? Ziemlich knapp. Also ich sag mal, ein 20 wäre vielleicht noch drin. Aber das ist gerade mal ein platter Reifen dann halt. Ah, okay. Und dann beim Lastenrad Hinterrad. Müssen wir mal schauen. Ne, weil das ist du nie eingebaut, ne? Ja, ich schau mir das mal an. Ich hab's nicht bei. Nee. Achso, du hast es nicht mal bei. Aber ich kann's in 10 Minuten bringen. Dann bringst du in 10 Minuten. Aber ich kann's nicht hier runterbringen, dafür ist es zu heavy. Nee, musst du nicht. Alles klar. Kannst du ja hier am Fenster kurz sagen, dass du da bist. Schreich rein. Okay. Ja, natürlich schon. Okay, ja? Super, dann bist gleich. Bis gleich. Ja, und so geht's vielen hier halt, ne? Knapp bei Kasse und. Und dann mit dem Lastenrad Post. Hinterrad. Puh, da nehmen andere ja schon richtig Geld für. Schon weil es so ein Klumpen ist. Der kostet bei mir auch nur 16 Euro. Mit Material. Nicht weiter sagen. Zack, zack. Da klappert nichts mehr. Ich bin fertig. Der ist jetzt ordentlich fest. Ich freue mich. Klappert nicht mehr groß.
schönes Ding, schönes Rad eigentlich, ja. Fahrrad geklaut, jetzt haben wir nur eins mit Schlauchreifen. Wollte ich mal fragen, ob er das will, ansonsten bestelle ich ihm einen neuen. Ja, das ist aber richtig teuer. Was denn? Nichts zu sehen, was du so neu zu hängen hast und so. Und du hast den ganzen Keller schon, ne? Ja. Hey, du hast einen Spiegel eingebaut, da bist du nochmal. Ich sehe dich da von hinten. Ja, du. Ach. Ui. Schlawiner. Der hört nichts. Ich weiß. Was meinst du, auf den Rücken werfen oder was? Musste leider, ja. Hier, guck mal. Was ist das? Das war nicht gut. Das ist toll. Was macht man? Ich hab gekauft. Schön. Das ist so eine Anbietschale. Ja, Anbietschale. Für alles Mögliche, für Obst. Ja, finde ich gut. Für Brötchen morgens. Nicht gekauft. Was ist denn 39? So was guckt. Was? Fremdlinge? Ja, genau. Hier ist ein Flugabwehr-Raketenregiment. Was ist das für ein Lettern? Ich bin links total schwach. Also sind wir auf Sendung schon wieder? Ja. Tommy Boy, Tommy Boy, ja, Tommy Boy. Ist doch gut jetzt. Du hast ja, bist du eigentlich hier dran? Aber ich stehe an dem Mensch. Ja, doch. Ich bin in der Nase gerade. Der mit Klopp. Hey, ist der mit Klopp? Hallo! So, das ist ein Ruf, ey. Alter, ist bekloppt. Zu viel Kokain. Ja! Ey, für keine Verleumdung. Oh, meine Küche? Nee, meine. Was ist das denn? Meine Küche. Was ist das denn? Das war meine Schrank. Ja, weiß ich, sie haben schon mit der gemacht oder Rektor. Ja, oh Mann, das ist der Uffi dreht, der Alex, ey. Alex, was los? Dich schon wieder rintragen. Mitnehmen. Warte, nee. Wie nee? Ach, ah, ey, für den Kurs hat das jede Physiognomie. Du nimmst dir das nicht mehr. Hier, nee, das meinte er. Hier. Ja, der ist geil, wa? Der ist ja wirklich geil. Der ist wirklich geil. Vorher 79. Siemens. Was kommt denn von der Auflage daraus? Na, die wollte ich noch bauen. Die ist halt nicht da, dafür ist er aber billig. Freundschaftspreis, 20 ja. Euro. 20 Euro, nimm mit. Nicht, hör auf! Hör auf jetzt! Du, da ist das Ding, nur, da! Was ist damit fährt er? Ah, okay, GT-Performer? Geil. Er ist bekloppt. Alex ist einfach bekloppt, er kann man nicht schön. Denn, ja? Ey, nein. Du kommst ja nicht raus, bevor du heute gucken kannst. Dauer! Was ist denn los jetzt? Nee, die Welt ist viel zu normal, normopathisch. Das sind Fremdworte, die sind. Das ja, ist okay, Copyright. Aber ich finde das schön. Ja, so. Schreibst du mal an? Ja, ich schreibe mal an. Ohne Scheiß. Also, nee, untergestellt hast du nicht von dem Sitz. Da! Nein, Mann, aber das ist doch kein Fahrradreher. Wo soll ich damit hin? Wie, was denn? Oder, ich weiß ja gar nicht, wohin damit. Was, wieso? Weißt du nicht, wohin damit? Und so. Das so. Nee, das will ich ja runterholen, so ja noch. Das soll ja auch nicht sein. Für dich. Hä? Für dich und deine Kinder. Ja, ich hab so viel schon. Ist auch zu haben. So, Alex, nee. Zeig mal her, was hast du gekauft? Hier, halt mal fett, aber bitte dich genau, siehst nicht veröffentlichen. Doch, gut. Komm, kommst ins Netz. Aber distanzier dich von mir und so. Ja, das mach ich auf alle Fälle. Ich kenne den nicht, außer die 20 Euro von ihm, die kriegt er noch. Ich bin in der Stromphase. Bis später. Ja, bis denn. So, jetzt muss ich das Schloss aufbrechen, oder was? Wieso hat der denn nicht angeschlossen? Wieso ist denn nicht angeschlossen? Wie soll ich denn nicht checken und fertig machen, wenn er nicht angeschlossen hat? Thorsten hat ja einen berühmten Vater. Dann kann er da so ein Zahlenschloss aufmachen. Das Problem ist nämlich, dass der Kunde möchte den vorderen Reifen gewechselt haben. Nur hat er das Ding angeschlossen. Das geht natürlich nicht. Zaubern kann ich nicht. Jetzt müssen wir den Zahlenschloss aufbrechen. Ich krieg's nicht hin. Die wilde Masche.
Ah, ich sag mal Feierabend. Schönen Feierabend euch, schönen Feierabend mir, schönen Feierabend Thorsten. Hast du gut gemacht, Thorsten? Dankeschön, dass du hier warst. Hört man nicht. Man hört es nicht. Er meint, ob man es hört. Man hört es nicht. Schönen Feierabend euch allen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao.